Und bitte. Und bitte. Genau, Advent, Kamera läuft. Advent, der Ofen brennt. Ja, was machen wir heute? Corona-Zeit, zu Hause. Also, Motto ist mal wieder Bon neu. Bon neu, kochen im Dachgeschoss. Es gibt Blumenkohl geröstet aus dem Ofen mit einem Löwenzahn-Petersilienpesto, von dir gemacht. Ja, habe ich gemacht. Und Hühnerkeulen. Die sollen ein bisschen lachen und lächeln, sagt die Jasmine. Insofern versuche ich mal zu lächeln, Jasmine. Und Alexander sagt, du sollst dir nicht die Hände an der Jeans abputzen. Genau, Alexander sagt, mach die Hände nicht in die Hose. Und wisch, also, Henrik hat heute eine ganze Menge Aufgaben. Er darf sich nicht nur aufs Kochen konzentrieren, sondern muss jetzt noch ans Lachen. Nicht America's First. Hier ist der schöne Blumenkohl. Hier ist der schöne Blumenkohl. Der schöne Blumenkohl, da ist mal ein paar Blätter, die wir abmachen. Ist ja so einer meiner... Und hier ist das schöne Huhn. Das schöne Huhn. Das fliegt durch die Gegend. Das sind ja nicht die Flügel, sondern die Keulen. Die laufen ja nur. Die Keulen laufen nur, genau. Jetzt müssen wir nämlich sehen, dass wir möglichst schnell erstmal den Blumenkohl in den Ofen kriegen. Dafür sollten wir den putzen. Das ist jetzt natürlich... Das ist ziemlich einfach. Indem man einfach erstmal die Blätter wegschneidet. Und dann gibt es so eine Harakiri-Technik. Die kann ich mal kurz zeigen. Okay, zeig. Wenn man einfach hier reinhackt, man kann das aber auch einfach ein bisschen ordentlich machen. Das sieht nicht so gut aus. Ja, und man nimmt das Messer und schneidet hier einmal nur rum. Ganz schön viel Blumenkohl übrigens. Macht sich schon selbstständig, der Blumenkohl. Aber so. Der isst sich auf. Der isst sich auf? Guck mal, der sieht das hier. Sieht gut aus, dem Blumenkohl, ne? Der ist auch vom Markt, oder? Wo hast du den her, ja, ne? Nee, den haben wir vom Apotheker. Vom Frische Paradies. Ach, die grüne Leute. Aber Blumenkohl ist insgesamt, gerade finde ich ihn ganz schön teuer. Ist, glaube ich, eigentlich auch keine Saison. Nee, also, es ist ziemlich teuer, das stimmt. Ich muss sehen, dass ich den möglichst klein halte. Je länger ich, oder je größer ich ihn lasse, desto länger dauert der im Ofen. Weil wir... Oder nicht wir, du wollen ja fertig kochst sein, den nicht, nicht? Nee, ich koche den nicht. Ich schmeiß den. Nein. Ich lege ihn in den Ofen. Würze ihn gleich. Das zeige ich aber gleich. Denn so geröstet schmeckt der echt lecker. Ist vor allem auch sehr gesund. Ja. Also, ich finde ich wirklich eins meiner Lieblingsessen. Also Blumenkohl so gekocht finde ich, ja, Blumenkohl polnisch ist ein Klassiker mit Semmelbrösel, Butter, Schmelze, mag ich auch sehr gerne. Oder Blumenkohl im Ganzen, den kann man auch im Ganzen in den Ofen machen. Also aber? Finde ich auch nicht, ja, finde ich auch gut, dauert halt einfach viel zu lange hier für dieses Format. Aber... Ich esse ihn aber auch gar nicht mehr gekocht. Ich mache Blumenkohl mittlerweile immer im Backofen. Ja? Ja, also wenn das hast du mal von mir gesehen, glaube ich, ne? Nein, habe ich nicht von dir gesehen. Gibt nämlich auch Varianten. Kenne ich aus einem Lokal in Berlin-Mitte. Ah, es gibt auch Varianten, da schneiden sie den Blumenkohl von oben runter mit dem Strunk, dass der so fast so dünne Steakscheiben sind. Und die braten sie dann auf dem Grill. Das ist auch eine ziemlich gute Sache. Aber auch das verlangt viel mehr Equipment und Technik. Und das haben wir nicht. Jetzt mal hier Tempo machen. Ja, ja, ich muss ja noch sehen, dass ich den Blumenkohl hier sortiere. Mhm. Hätte ich mal vorbereiten können. Naja. It's not my turn. Das ist gut. Ja, heute, mal, ich kann ja mal aus dem Corona-Eheleben berichten. Oh Gott, hör bloß auf. Jetzt ist wieder alles gut, aber also langsam trifft uns ja auch ab und an mal der Lagerkoller. Der Rappel. Der Corona-Rappel. Rappelt im Karton. Und dann rappelt es mal im Karton. Ja. Aber man muss sich wieder vertragen. Naja. Was heißt naja? Sagst du. Natürlich muss ich vertragen. Also ich brauche ein bisschen Backpapier. Also vertragen. Ist schon schön, wenn es hier gelingt, nicht? Also an alle Ehepaare da draußen. Wenn es gelingt. Die Kaffeemaschine, mit der vertragen die auch, wenn die gleich aufhört, hier Krach zu machen. So, das ist jetzt der Blumenkohl. Backpapier, Backblech. Das ist ganz einfach. Wenn man einfach Pfeffer. Ordentlich pfeffert. Boah, das war ganz schön heftig hier. Puh. Ordentlich Salz.
Und was nicht fehlen darf, ist ein gutes Olivenöl. Olivenöl. Und da kommt jetzt so ein bisschen, bisschen was drauf. Und jetzt gibt es so ein, wenn einige sagen, der braucht aber so lange, dann wird er so trocken. Der wird sicher trocken, wenn man etwas nicht bedenkt oder etwas bedenkt, dass so ein bisschen Wasser manchmal hilft. Deswegen mache ich ganz ein bisschen Wasser hier rein. Dann wirklich nur ein bisschen. Das dämpft nämlich ein bisschen, sorgt für die nötige Feuchtigkeit und lässt den Blumenkohl nicht austrocknen. Meinst du, das reicht da mehr? Nein, reicht nicht. Ich will da keine Badewanne machen. Ne? Hm. Da der Ofen vorgeheizt ist, gebe ich den Blumenkohl jetzt mal so, wie er ist. Meistens ist es auch ganz gut, wenn man die Rosen so nach oben lässt. Nennt man auch Rose, Blumenkohlröschen. Neulich war ich mal bei jemandem, der sagte, kannst du mir bitte mal das Röschengemüse hochholen? Sag ich, was willst du von mir? Na, das Röschengemüse. Sag ich, kenne ich kein Röschengemüse. Na, Blumenkohl und Brokkoli-Röschen habe ich mir erstmal fast. Na ja, gut. Totgelacht. So, ich halte mal jetzt nicht. So, Blumenkohl ist im Ofen. 180 Grad Umluft und gart vor sich hin. Wir. Warte, ich muss jetzt mal wieder. Machen so. Weiter. Kameraführung ist gerade ein bisschen Kameraführung schlecht. Ist ein bisschen betrunken. Das stimmt, nicht. Ich bin nicht betrunken. Nicht betrunken? Nee. Aber, eben zum Huhn, das machen wir immer so, dass wir uns da, das machen wir nicht auf dem Holzbrett, sondern das machen wir auf dem Kunststoffbrett. Das bedeutet besser. Mhm. Dann nehme ich das Huhn. Auch wieder von diesem sagenumwobenen Metzger ihres Vertrauens. Bei dem haben wir auch wieder Abonnement abgeschlossen, habe ich das Gefühl. Nein, wir gehen da immer einmal in der Woche einkaufen. Genau. Und was sind es jetzt für Stückchen, die du da hast? Keule. Aber? Riecht doch gut. Ausgelöste Keulen. Ausgelöste Keulen. Die finde ich schon ziemlich gut. Mhm. Du spülst das Huhn auch nicht ab, oder? Nö. Auch wenn das jetzt so ein bisschen riecht, das riecht meistens so. Man denkt, ah, das stinkt, oh, oder das riecht so ein bisschen komisch, muffelig. Die Pfanne. Aber das ist dieser Vakuumgeruch. Wenn das vakuumiert ist, du machst ein vakuumiertes Huhn auf, riecht es erstmal so ein bisschen komisch, aber man an sich erkennt man es, das ist weder schleimig noch was anderes. Das ist eine Pfanne, schöne. Die ist aber ganz schön. Die Pfanne ist heiß, das hat auch einen guten Grund, warum die heiß ist. Wir wollen ja braten. Kannst du mal das Fenster machen? Ne? Kannst du mal da bitte das Fenster machen? Mach das mal. Also, ganz ein bisschen Olivenöl. Okay. Und dann. Dann gibt es auch so einen Trick, immer vom Körper weg. Also, wenn ich gleich einlege, nicht so, sondern so. Okay, jetzt wird es aber lauter. Ja, dann kann das schon braten. Ich denke immer an den Alkampf und bewege meine Hände. Ich nehme nicht meine Dien. Oh, das spritzt ja. Ja, das ist gut. Mm. Auch das kann man würzen. Aber du hast jetzt gar nichts reingemacht, oder? Ja, warte mal. Also Huhn. Braucht ein Huhn braucht erstmal eine scharfe Temperatur, damit die Haut geschützt wird. Und danach braucht Huhn Butter und Aromaten. Da gebe ich meistens die Würze dazu, weil wir sehen eigentlich, da erstens verbrennt sie schnell und zweitens mag ich sie nicht. Das verkohlt dann. Erstmal kann die Haut ein bisschen braten. In der Zeit können wir uns hier unseren Knoblauch schneiden. Ganz normal ist ein Knoblauch, den kann man natürlich ein bisschen rüber schneiden. Aber heute ist ganz schön laut. Ja, ich muss lauter sprechen. Der Huhn brutzelt. Hier ist Rosmarin, das habe ich schon ein bisschen an. Damit die jetzt hier aus dem Öl rauskommen. Und dann muss ich hier gleich das Huhn hier. Ja. Um der ganzen Sache hier so ein bisschen Style zu geben,
dass es auch schön aussieht, wollen wir das nachher aufschießen in der Tiefe. Dann nehmen wir mal 2 Tiefe pro Person, das heißt wir brauchen 6 Tiefe. 2 Personen super. Holz gießen. Und auch von meiner Ausbildung noch nie vergessen. Werde ich nie vergessen. Butter. Huhn braucht wenig zum Fett, aber danach braucht es schön Butter. Das ist natürlich nicht alles. Wir machen das Papier weg, weil das so all aussieht. Gaswärmefolie, dann packe ich mir neu rein. Dann nehmen wir so ein. Oh, dann wollen wir so ein gutes Butter. Ich finde jetzt heute ist jetzt so extrem laut. Ja, heute ist laut, aber das kann man halt nicht ändern. Aber wir gucken. Ich hoffe, man versteht was. Also ich mag diese Stücken. Sind wirklich meine Lieblingsteile vom Huhn. So ausgelöste. Lustig, genau. Ich mag das auch sehr gerne. Keulen wie die hoch. Die sind leckerer in meinen Augen. Das ganze ist ganz gut anders. So, jetzt packe ich da die Aromaten dazu. Kann man noch aber schon auch von Anfang an mitmachen, oder? Wie jetzt verbrannt hat, das versucht zu erklären. Das hast du vergessen, glaube ich, ne? Hast du dir versucht zu erklären? Ja, aber das hast du vergessen, das hat mich auch gefragt. Da treffen sich immer 2 Erklärbären hier im Dachgeschoss. Ja. Genau. Weil die erklären wollen. So, wunderbar. Butter wenig dazu. Und dann mache ich eine Keule. Ja, ich sparte heute nicht an der Butter. Nee, an Butter spart man nicht eigentlich. Hm. Aber es, man, man riecht es, ne? Ja, es duftet schon sehr, sehr gut. Mhm. Das ist schon wirklich gut. Aber jetzt ist schön, jetzt ist wieder ein bisschen leiser durch die Butter. Ja. Aber das sind wirklich so tolle Stücke. Ja. Ich laufe mal das Auge, das ist nicht so schön dann. Und dann kann man das in hier so mit der Butter noch mal rangehen schön. Die Kuhn schön mit der Butter benetzen. Dann gibt es die ganze Sache nochmal ein schönes Aroma. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Kräuter zu tragen. Beziehungsweise den ganzen Kräuter, wir haben hier nur Rosmarin. Und das jetzt riechen könnte, herrlich. Das geht auch relativ schnell mit dem Huhn und gucken, was der Blumenkohl macht. Zeig, oh, ist er schon schwarz? Nein, den Blumenkohl geht gut. Den Blumenkohl geht gut. Wir können mal unsere Spieße vorbereiten. Was ist jetzt mit den Spießen? Gib mir mal den Teller, den wir nehmen wollen. Gucken wir, ob das, ob wir die Spieße also mal. Jetzt wird es mal wieder ein bisschen wackelig, aber macht ihr nicht. Ein bisschen wackelig. Eins. Ich würde sagen, wir schneiden die Spieße ein bisschen ab. 3 Teller. Mhm. Dann müssen wir die ein bisschen kürzen. Hier wären jetzt nochmal, das ist ein bisschen albern, 2 cm. Ja, aber. Mit dem guten Messer, ja? Ja, natürlich. Das ist ja mein Messer. Und wenn man das ordentlich macht, wie man sehen kann, ist es auch ein ordentliches Ergebnis. Das Huhn. So, und jetzt mache ich es mal aus. Ich reduziere auf die Hälfte. Ich lasse es nur noch in der, schön in der Butter ziehen. Ich habe noch ein bisschen was zum Pesto sagen. Zum Pesto? Ja, zum Pesto. Na, da hast du ja Nüsse reingemacht, ne? Die Mandeln hast du reingemacht. Petersilie, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Löwenzahn. Bei Pesto gibt es auch so eine Sache, was wichtig ist, wenn man ein bisschen lauter sprechen, da sollte oben ein Film Öl sein. Ich gieße es zum Schluss drauf. Bitte? Hm? Dann mache ich nur noch auf den Blumenkohl mal. Und das sollte halt immer mit Öl bedeckt sein, damit es halt nicht gammelt. Und wenn das mit Öl bedeckt ist, ist es wie eine Form des Konservierens. Das Öl zieht es ab
Und da passiert die Gefäß doch nicht, dann kann man das nicht zuschauen lassen. Mhm. Das ist schön, schön cremig. Das ist wunderbar. Okay, das war das. Oh, jetzt ist aber hier meine Kamera gerade füllt. In der Kamera? Naja, nicht in der Kamera. Achso. Meine Kamerahaltung ist gerade. Kamerahaltung ist viel? Hm? Alles wunderbar. Noch ein bisschen Salz, ist nicht zu viel. Nein, nein. Im Boden verfällt ordentlich Salz. Aber das schaut schon gut aus, ne? Ja. Schade, dass man den Blumenkohl nicht sehen kann. Ja, den Blumenkohl kann man gleich sehen. Guck mal, darf ich schon mal einen Backofen? Ja, vorne mit dem Dampf, Achtung. Ah, da. Der ist auch gleich fertig. Da ist der Blumenkohl. Mhm. Warte, Moment. Oh, der sieht gut aus. Ja, gut. Ist doch super. So, also wieder zurück auf Anfang. Wir geben nochmal jetzt ein bisschen Butter hier bei dem Mohn. Schöne. Das ist der Grund, warum hier die Butter ist nicht verbrannt. Die ist schön, hat einen schönen Nussaroma. Man macht ja Nussbutter, Nussbutter dazu. Wenn die zu heiß ist, verbrennt die. Weiß ist sie sehr laut, aber sie kann ruhen und braten müssen wir halt. Dadurch, dass wir hier mit dem Kochen angefangen haben, ist das irgendwie mit meiner gesunden Ernährung auch ein bisschen... Ach, Unsinn. Das ist ja Unsinn. Hat sich etwas... erledigt, sozusagen. Erledigt, ja. Aber gut, also, ist doch gesund mit 250 Gramm Butter auf einem Hühnerbrust. Ist ja richtig lecker, oder? Ja. Wir gucken mal, was das Huhn macht hier. Check mal. Probiere ich jetzt noch? Kann auch mehr dran fangen, ne? So? Ja. So, ne? Nee. Ne? Nicht mehr Salz. Nicht mehr Salz? Nee. Nee? Und ich finde, da kann auch Salz dran. Ne? Also lieber würde ich das Ganze selber nachsalzen. Ja? Das kannst du mal. Dann machen wir jetzt hier. Das Brett kann nicht weg. Das Brett kann nicht weg, ne? Wir wollen den Huhn da schneiden und schießen, ne? Okay. Aber nicht so schlimm. Deswegen hast du ja mich, ich fasse mal auf. Zeig mal jetzt den schönen Blumenkohl. Der ist fast noch ein bisschen hell, ne? Der ist hell, aber das ist auch ganz gut so, weil wir wollen ihn ja nicht dunkel haben, nicht braun haben, weil wir nämlich mit dem Pesto arbeiten wollen. Wenn er jetzt schwarz oder dunkel ist, wäre das ziemlich fahl. Ja. Aber er sieht sehr gut aus. Ja. Er schmeckt auch gut. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das Huhn nehmen wir raus. Wo bist du, Huhnchen? Das ist ein gutes Huhn hier. Das ist wirklich die Geschichte. Das checken wir. Und siehst du, deswegen soll nämlich das Huhn das Brett stehen bleiben. Das kann noch ein klein bisschen. Natürlich, das ist eine reine optische Sache, ne? Muss man nicht machen. Ob die jetzt in jeder Fantasie, die jeder möchte. Ja. Ich finde das ziemlich gut, wenn man das so macht. Ich muss noch ein bisschen Schwung aufkriegen hier auf das Huhn. Ja, wir haben hier nicht so eine große Küche. Das muss man jetzt mal sagen, bei uns ist hier ein bisschen immer mit. Ja, ist etwas eng. Aber. Improvisation. Dann zeichnet sich der Profi aus. Aber es gibt eben halt auch kleine Küchen. Genau. Da sind, hat recht. Salz braucht viel keins mehr. Er hat gesagt, ich habe recht. Hast du das auch geschrieben? Ja, wie? Ich habe auch geschrieben. Na. Das war aber nicht schön gemacht hier. Ich werde meine Aussage revidieren, ich werde das nur einen Teller anrichten. Weil das sonst zu lange dauern wird. Aber du bist gut in der Zeit. Und, man muss jetzt mal ehrlich sagen, wir sind hier bei gerade 20 Minuten. Also dafür gut essen. Ja. Ist fertig, Blumenkohl fertig, Huhn fertig. Okay, ne? Kann man nicht mehr kaufen. Kann man nicht leben. Ich nehme mal einen Teller drin. Hier sind sie. 1, 2, 3. Einen nehme ich.
Jetzt kommt der Blumenkohl. Kann man den mal probieren, vielleicht vorher? Ja. Ja. Na, das ist echt natürlich ein bisschen. Aber der ist sehr gut. Ja, sehr gut. So. Noch ein bisschen Blumenkohl. Ne? Reicht schon. Und dann machen wir da einfach so ein bisschen von der Pesto drauf. Ach, das ist aber nicht gespart an der Pesto. Nee, wollen wir gespart. Und legen hier so ein paar schöne Spieße an. Mal drei machen. Drei reichen, ne? Und ich würde sagen, mein lieber Mann, Henrik, das ist ein schnelles, gesundes Essen. Pesto ist selbst gemacht. Also da sind drin Mandeln, Petersilie, dein gesammelter Löwenzahn, Olivenöl, Pflanzenöl, Pecorino ist drin, gibt ja einen ganz schönen Geschmack. Hm. Knoblauch hast du ganz rein gemacht, ne? Doch, ein bisschen Knoblauch ist drin. Und genau. Ich hatte gedacht, ist mir jetzt auch eingefallen, ich habe noch von der nicht durchgeführten Weihnachtsbäckerei so viele gemahlene Mandeln und so ein Zeug übrig. Ich dachte, viel Spaß. Auch dein Pathos bleibt zu Hause und die Streit gehört dazu. In diesem Sinne, frohes Kloppen. Genau, schöne restliche Corona-Zeit. Genau. Bis dann. Frohes Kloppen. Tschüss.